Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Er überlebte die Verfolgung durch die Nazis und wurde dann zu einem der erfolgreichsten deutschen Filmschaffenden aller Zeiten. Der Filmproduzent Arthur Brauner ist Medienberichten zufolge im Alter von 100 Jahren gestorben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Wir sind in tiefer Trauer, wird ein Mitglied der Familie zitiert. Brauner, in seiner langen Karriere für etwa 300 Filme verantwortlich, starb nur wenige Wochen vor seinem 101. Geburtstag in Berlin. Brauner zeichnete sich für Filme wie Der brave Soldat Schweig, Die weiße Rose und Hitlerjunge Salomon verantwortlich. 1972 erhielt er den Oscar für den Film Der Garten der Finzi Kuntini. Der polnischstämmige Brauner überlebte den Holocaust im Dritten Reich und baute sich im Nachkriegsdeutschland eine Karriere als Filmproduzent und Unternehmer auf. Dutzende Mitglieder seiner Familie waren in den Konzentrationslagern der Nazis ums Leben gekommen.